Herr Feller? Wie bitte? Sind Sie nicht Herr Feller? Wie kommen Sie darauf? Mein Name ist Kuhn. Jetzt platzt die Bombe. Das Spiel ist aus. Sie sind nicht der Mann dieser Dame? Nein. Wer behauptet das denn? Klaus, ich musste es ihm sagen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Signora. Bahnt sich da was an? Ich habe gleich geahnt, dass das schief geht. Das ist meine Frau. Ja, jetzt ist das deine Frau. Jetzt, bitte, Klaus. Das ist mein Freund Jonas. Er ist weder Polizeibeamter noch Versicherungsagent. Bitte, sag ihm, dass du mein totgeglaubter erster Mann bist. In der Tat, ich bin weder Versicherungsagent noch Polizeibeamter. So, das freut mich. Ich muss einiges mit dem Hotelier besprechen. Entschuldigen Sie, Isabel, wenn du inzwischen auf unserem Zimmer warten würdest. Ich komme gleich. Könnten wir mal was bereden? Vielleicht in deinem Büro? Alles gut, komm. Setz dich. Ich bin möglicherweise in der Klemme. Naja, das warst du ja schon öfters. Also, wenn ich in deiner Lage wäre... Was weißt du denn von meiner Lage? Michael hat es mitgebracht, lag in deiner Werkstatt. Tja, an alles kannst auch du nicht denken. Dann weiß also auch Michael. Schon lange. Michael, Lisa und ich wissen es. Und jetzt auch dieser Jonas Rowald. Deine ehemalige Frau scheint es ihm gesagt zu haben. Okay. Es war ein Versicherungsbetrug. Naja, das haben wir uns inzwischen auch ausgerechnet. Du hast aber nie erwogen, ihr habt nie erwogen, mich hochgehen zu lassen? Nein. Aus Sympathie? Auch. Aber vor allem, weil ich nur Nachteile hätte, wenn du geschnappt wirst. Die Werkstatt, die du mir verkauft hast, ist mit ergaunertem Geld geschaffen worden. Die Versicherung würde ihre Rechte bei mir einklagen. Ja, weshalb meinst du, hat Renate, meine ehemalige Frau, diesem Jonas... Die Wahrheit gesagt? Frag sie selbst. Vielleicht hat es etwas mit Liebe zu tun. Ja, ich musste natürlich denken, das ist eine Falle. Nur ein gutes Gewissen schafft ein sanftes Ruhekissen. Harald, vielleicht könntest du irgendwann mal reinen Tisch machen. Und ein paar Jahre meiner Freiheit opfern, meinst du? Oh nein, lieber nicht. Naja, wie das so aussieht, muss ich diesem Jonas wohl reinen Wein einschenken. Vielleicht ist er wirklich ein ganz anständiger Kerl. Ich weiß, was du denkst. Sag nichts. Ich muss mich um Isabel kümmern. Entschuldige. Vielen Dank, Max. Natürlich konnte er im ersten Schreck nur leugnen. Was glaubst du denn, Jonas? Die Versicherung hat ihn gejagt. Die Polizei war hinter ihm her. Ein Erpresser. Und dann wollte Jens Hartmann auch noch von ihm Geld. Er ist mein Mann. Ihr habt halbe-halbe gemacht, oder? Wir waren finanziell am Ende. Wir wollten uns ja auch wieder zusammentun, nach einer gewissen Zeit. Aber dann kam Jens und Isabel. Harald verliebte sich in Isabel und ich in Jens. Natürlich haben wir weiterhin zusammengehalten, wegen dem Versicherungsbetrug. Wir saßen ja in einem Boot und tun es auch heute noch. So. Nun weißt du alles. Du wolltest es so. Was wirst du tun? Renate, was du mir da gestanden hast, ist mir von diesem Herrn Kuhn noch nicht bestätigt worden. Entschuldige, aber... Da kommt er ja. So, ich habe inzwischen nachgedacht. Vor lauter Schreck habe ich ja zunächst keinen klaren Gedanken fassen können. Doch da ist mir klar geworden, wenn etwas im Gange wäre, polizeilich gewissermaßen, wäre ich ja gleich bei der Ankunft am Flughafen festgenommen worden. Also, es stimmt. Ich bin Renates erster Mann. Und ich lebe ja auch noch, wie man sieht. Falls Sie Renate lieben, und das will ich mal annehmen, müssen Sie bedenken, dass... Dass Sie gewissermaßen in einem Boot sitzen, ja, ja. Ja, nur sprichwörtlich natürlich. Tatsächlich, hoffe ich, sitzen Renate und Sie in einem Boot, wenn wir so verbleiben könnten.
Droht keinem von uns Gefahr, so ist es. Ja, dann kann ich ja jetzt. Ich glaube, ich werde verrückt. Aus lauter Liebe zu dir. Alles in Ordnung. Ja, wirklich? Wenn ich dir sage... Das hast du schon so oft gesagt. Auch damals, als dieser Strong auftauchte. Und dann als Jens Artmann... Das waren doch Strolche. Ganz üble Burschen. Das hier ist ein hochanständiger Mensch. Mit einem riesen Vorteil. Er liebt Renate. Und du meinst, da kommt nichts hinterher? Bestimmt nicht. Manche Probleme, weißt du, sind wie Tapeten. Die lösen sich mit der Zeit von selbst. Gesundheit in meinem Heim. Das ist lieb, danke. Alles Gute. Danke. Also, nun kommt schon rein. Kommt rein, es ist ein Traum. Komm mit. Gefällt uns das? Ja, das ist stark. Da bleibt mir die Spucke weg. Ja, und von hier aus hat Lisa den schönsten Blick, den es auf der ganzen Insel gibt. Ja. Schade, dass sie nicht malen kann. Nein, es ist wirklich alles faszinierend. Ja, und die Terrasse, da kann man Teufelstennis spielen. Ja, naja, wenn ihr mal zu Besuch seid, ja. Und wenn Lisa und ich nicht gerade im Schatten sitzen und ein Nickerchen machen. Wie meint er das denn, wenn wir mal gerade zu Besuch da sind? Keine Ahnung. Also, jetzt kommt rein, kommt. Gut, schauen wir uns das Haus an. Und hier, das wird unser Wohnzimmer. Auch für den Kamin. Ah, da kann man ja tolle Farben feiern. Komm. Naja. Hier ist das Entree, Gäste-WC, mein kleines Arbeitszimmer. Ui, ich denke, du willst nicht mehr arbeiten. Nee, für alle Fälle. Ich kann doch mal eine Anwandlung bekommen. Ne? Hier ist die Küche. Und jetzt kommt alle nach oben. Ja, jetzt kommt. Komm. Das glaube ich. Hier? Oh, schön, dass ja noch ein Balkon. Wunderbar. Ja, das nehmen wir als unser Schlafzimmer. Hey, komfortables Bad. Und weiter geht's. Das Atelier von Lisa. Erfolg. Das zusätzliche Bad, Gästezimmer 1. Und hier? Gästezimmer 2. Was bitte? Und die beiden Gästezimmer. Empfangt ihr denn Gäste? Natürlich nur, wenn wir Lust dazu haben. Und vorerst haben wir keine Lust. Wir haben Nachholbedarf an Zweisamkeit. Mhm. Ja, und hier ist unser Swimmingpool. Ah. Mal langsam, steigsam. Was ist denn das? Das ist noch ein kleines Haus. Mit einer Wohnung drin. Ja, klein, aber fein. Ach, du denkst aber wirklich an alles, mein Junge. Das ist ja genau das Richtige für zwei ältere Leute. Tja, Oma, ich weiß zwar nicht, worauf du hinaus willst, aber... Natürlich kannst du hier wohnen, wenn du mal zu Besuch kommst. Na ja, sowieso. Wie bitte? Ja, ich nehme jetzt meinen Wohnsitz auf Mallorca. Diese ewige Hin- und Herfliegerei rentiert sich ja. Weiß ich ja gar nicht, davon hast du nie etwas gesagt. Ja, wir haben das Kriegsbeil begraben. Oma und ich haben uns schon seit Wochen nicht mehr gestritten und deshalb beschlossen, zusammenzubleiben, nicht? Du, das wird kaum gehen. So. Die Treppe ist ja viel zu steil und beschwerlich. Jeden Tag da rauf und runter. Das macht gar nichts. Das schaffen wir schon zusammen, nicht? Da habe ich einen Vorschlag. Lass doch Oma und Opa oben wohnen und Frank und ich nehmen die Anliegerwohnung hier unten. Ja. Moment. Hier scheint ein großes Missverständnis vorzulegen. Ich habe dieses Haus für Lisa und mich gekauft. Von was anderen war nie die Rede. Und ihr habt doch die wunderschöne Hotelwohnung. Naja, und die Nestwärme? Wie bitte? Ja, die Nestwärme. Junge Menschen brauchen ein Zuhause und Schutz. Und an wen wenden wir uns denn, wenn einer der zahlreichen Konflikte auf uns stürzt, von denen junge Menschen heimgesucht werden? Frank? Ja, ich hatte eigentlich auch gedacht, die Familie bleibt zusammen. Ja, das geht natürlich auch. Wir gehen nach oben und ihr bleibt unten. Du darfst nicht vergessen, dass du die Hotelwohnung ja wahrscheinlich für den Pächter brauchst. Es ist aber wirklich reizend, dass du dir meinen Kopf zerbrichst. Papa scheint im Begriff zu sein, die ganze Familie zu verstoßen. Ja, sieht so aus. Ja, lieber lässt er das halbe Haus leer stehen, als uns um sich zu haben. Dabei arbeiten wir den ganzen Tag und die beiden faulenzen. Nein, dass du es überhaupt gewagt hast, uns das Haus zu zeigen.
Also, Papa und ich, wir haben ja nur gemeint, dass ihr vielleicht auch mal Ruhe für uns haben wollt. Keine Wieso? Sorge, Lisa, die verschaffen wir uns schon. Ja klar, wir lassen uns doch nicht auf dem Kopf rumtanzen. Ja, und Ruhe vor euch zu haben, wie kommt ihr denn darauf? Ihr werdet an Langeweile zugrunde gehen, wenn wir nicht Abwechslung in dieses schöne Haus bringen. Also gut, wenn es euch nur um unser Wohlergehen geht, Papa? Na schön. Verzeihen Sie bitte, aber da ich Sie gerade alleine antreffe, sind Sie meinetwegen immer noch zerstritten? Ich habe Sie nämlich gestern Abend allein essen sehen und heute Morgen auch. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Herr Blau. Das ist eine Sache zwischen Herrn Zapf und mir. Ja? Ja. Ich habe ihm gesagt, er soll sich für sein gestriges Benehmen bei Ihnen entschuldigen. Bei mir? Bei wem sonst? Aber er hat nur verächtlich gelacht, so habe ich mir ein Einzelzimmer genommen. Oh. Nun haben Sie nicht allzu viel Mitleid mit ihm. Er will ihn nämlich kündigen, sobald Sie Ihren Dienst in Fulda wieder aufgenommen haben. Würden Sie, wenn Sie nichts anderes vorhaben, einen Schluck mit mir trinken? Ich habe nichts anderes vor. Also, was soll der Unsinn? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Tim. Ich sage dir, wovon ich spreche. Die halbe Hotellerie von Mallorca ist informiert, dass du verkaufen willst. Du lässt Gerüchte streuen. Du willst mich ausschalten. Ausschalten, ausschalten. Ich führe zwei Verhandlungen. Ja, Bertolozzi ist interessiert. Gonzales. Und in gewissem Maße auch das Palasthotel. Und warum verhandelst du dann nicht mit mir? Das tun wir doch jetzt. Oder nicht? Du bist eine Halunke. Du willst mich nur verunsichern, den Preis hochtreiben. Also ich muss erst mal einen Irrtum deinerseits aufklären. Ich verkaufe nicht. Ich verpachte. Warum das denn? Ich habe zwei Söhne, wie du weißt. Warum vererbst du ihnen nicht das Geld, das du durch den Verkauf einnimmst? Das Geld soll sie noch vermehren. Tino, das Hotel Paradies, ist eine Goldgrube. Deshalb möchte ich als stiller Teilhaber im Geschäft bleiben. So, so. Du suchst also einen Dummen, der die Arbeit macht und dir 10 oder 20% vom Gewinn abgibt. 40. 40? Vor Steuern? Nach Steuern. Du bist krank. Ich habe mich selten so wohl gefühlt. Bei dir ist etliches renovierbedürftig. Ich habe mich umgesehen. Die Terrasse, die Flure und Treppenhäuser. Die Küche hat auch nicht gerade den letzten Stand. Doch, du übertreibst mal wieder. Aber an den Renovierungen beteilige ich mich. Immerhin. Ja, ich bin doch kein Halsabschneider. Nein, nein. Du willst mich nur ruinieren. Kein Mensch zwingt dich, einen Pachtvertrag zu unterschreiben. 30% für dich. 40. 35. Mhm, 40. Max. Was soll meine Tochter von ihrem zukünftigen Schwiegervater halten? Dasselbe, was Michael von seinem zukünftigen Schwiegervater hält. Wenn ich durch diese Tür gegangen bin, dann ist das für immer. Mistkerl. Selber einer. Bedingung ist übrigens, dass du meine gesamte Mannschaft übernimmst, soweit sie nicht von selbst kündigt. Das Management darf ich mir aber selbst aussuchen. Ja. Ich hasse dich. Ja, ich dich auch. Um Gottes Willen. Also ich habe weder die Portokasse geplündert, noch habe ich eine Bank überfallen. Wenn der Zapf gedenkt, mir zu kündigen, werde ich das trotzdem überleben. Haben Sie im Lotto gewonnen? Nein. Geerbt. Ein Onkel von mir ist gestorben. Er hinterließ mir ein Mietshaus und ein gut gehendes Geschäft für Haushaltswaren.
Sonst hätte ich mir die Reise doch gar nicht leisten können. Aber Sie als Chefsekretärin? Sekretärin bei Herrn Zapf bin ich wahrscheinlich die längste Zeit gewesen. Er wird sicher irgendeinen Vorwand finden, mich an die frische Luft zu setzen. Noch dazu, wo er da oben steht und uns sieht. Also wenn das wirklich so ist und Sie nichts Neues finden, vielleicht kommen Sie zu mir? Ich werde darüber nachdenken, wenn Sie das jetzt nicht nur so dahingesagt haben. Nein, ganz bestimmt. Haben Sie schon die Kathedrale von Palma besichtigt? Nein. Wie wär's? Warum nicht? Gut. Ah, Gabriela, buenas tardes. Hola. Ah, wie gehen die Geschäfte? Wollen Sie das wirklich wissen? Nicht gut? Nein. Zwei Radierungen habe ich heute verkauft. Reingewinn 1000 Peseten. Wollen Sie etwa zu mir? Ja, das heißt, genau genommen bin ich zu Philipp. Vielleicht wissen Sie ja, wie ich ihn erreichen kann. Ja, er wird in einer Stunde etwa eintreffen. Er hat morgen seinen freien Tag. Ah, das ist günstig. Lisa hat mir erzählt, aus dem Kauf des Ladens auf Ibiza ist nichts geworden. Das freut mich. Nein, nein, so ist es nicht gemeint. Behalten Sie diesen Laden hier doch? Herr Kroll, ich habe Ihnen doch gerade erzählt. Wie schlecht er geht, ja. Aber da lässt sich ja einiges tun. Ja, wie denn? Ich habe Lindemanns Hotel in Pacht genommen. Der will sich mit seiner Frau zur Ruhe setzen. Das heißt, ich habe mit einem Schlag an die 200 Gäste mehr. Wie schön für Sie. Was nützt das mir? Im Moment noch nichts. Aber wenn ich meine Ausflugsfahrten nach Soyer hier unterbreche, damit die Leute Kaffee trinken und Kuchen essen, dann wollen sie sich auf die Füße vertreten und landen unweigerlich in ihrem Laden. Das würden Sie tun? Aber ja. Warum? Warum? Das ist eine gute Frage. Ich werde es Ihnen sagen. Ich will Jasni auf die Insel zurückholen. Und da ist es günstiger, wenn Ihr Laden hier wieder in Schwung kommt. Sonst finden Sie auf Ibiza womöglich doch noch was. Hm? Und als Gegenleistung soll ich Philipp beeinflussen, Ihr Angebot anzunehmen. Ich übertrage ihm die Geschäftsleitung vom Hotel Paradies. Ich kann mich ja nicht um alles kümmern. Das klingt nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Für keinen von uns. Wer hätte das Hotel Lindemann so schnell wieder im Griff wie Philipp? Und Sie beide wären wieder zusammen. Gut, Herr Kroll. Ich muss zum Hafen Philipp abholen. Kommen Sie doch gleich mit. Ja, gern. Ja. Die Kathedrale von Palma. Hier. Ihr Innenraum ist größer als der des Kölner Doms. Was? Steht hier. Das ist kaum zu glauben. Ja. Gehen wir? Ja. Merkwürdig. Was ist merkwürdig? Wie Herr Zapf über Sie geurteilt hat. Am Anfang habe ich auch geglaubt, Sie leben hier etwas über Ihre Verhältnisse.
Und ich habe geglaubt, Sie sind ein Kapitalistenliebchen. Verzeihung. Vorsicht, Herr Flau. Sie haben geerbt. Man könnte jetzt denken, dass ich Ihr Liebchen wäre. Es war jedenfalls ein schöner Tag. Mein schönster bisher auf der Insel. Meiner auch. Sonderbar, nicht? Ja. Philipp! Das ist eine Überraschung. Muss ich auch sagen. Hallo, Gabriela. Ich freue mich. Hallo. Also, Tina, setzt euch doch. Wollt ihr was trinken? Ein Kaffee wäre nicht schlecht. Herr Curl hat uns am Hafen abgeholt, in seinem Büro abgeschleppt und anschließend hierher. Tag, Herr Jasny. Das ist ja ein Hammer. Na, ja. Hol den Hammer lieber später. Hol uns einen Kaffee. Ja? Hey, hey, ich arbeite in unserer Autowerkstatt und gehöre nicht zum Hotelpersonal. Das macht nichts. Trotzdem. Ich mache gerade die Bilanzen. Übergabe rein. Oh, das wird Philipp freuen. Was soll ich sagen? Herr Kroll hat mich im Handstreich erobert. Ja, ja. Wird der neue Geschäftsführer im Hotel Paradies. Nein. Und du, Gabriela, du wolltest doch... Das ist alles in einem Blitzverfahren geregelt worden. Der Chef von Philipps Hotel... Gib deinen alten Manager zum nächsten Ersten frei. Darauf hätte ich eigentlich auch kommen können. Ja, aber du hast in letzter Zeit ja nur deine Villa im Kopf gehabt. Nur setz dich erst mal hin. Das ist ja alles ganz interessant. Haben wir denn den Lisa? Herr Jasny, haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Ihn wirst du es öfters zu sehen kriegen. Kroll hat Philipp als Geschäftsführer eingestellt. Ach. Ich hoffe, es ist dir recht, da du ja Manager bleibst. Na, wenn das so ist. Du gibst deinen Laden auf? Nein, nein. Da hat sich Herr Kroll auch etwas einfallen lassen. So. Hier kommt der Kaffee. Ja. Jeder bediene sich selber. Also, was gibt's nun Neues? Kroll hat Philipp als Geschäftsführer eingestellt. Oh, gratuliere. Naja, solange ich in der Werkstatt das Sagen habe, ist mir alles recht, ne? Sagen kannst du alles. Aber entscheiden tue ich. Oh Gott. Du hast es gut, Papa. Und du auch, Mama. Das ist ja auch der Zweck der Übung. Ja. Wenn ich mal was einwerfen darf. Natalie kommt übermorgen. Ich möchte gerne ein paar Tage frei haben. Der Pachtvertrag gilt erst ab nächsten Ersten. Frank, da wird sich schon eine Lösung finden. Für mich hoffentlich auch. Ich habe noch 2 Wochen Urlaub gut und ich wollte mal mit Sarah übers spanische Festland fahren. Mit Sarah? Wüsste nicht, dass ich das genehmigt hätte. Sie nicht, aber Ihre Frau. Gib es zu, Tilo. Du hast gar nichts zu sagen. Ich habe Michael diesen Urlaub schon bewilligt. Na gut, ich sage schon gar nichts mehr. Wann steigt denn die große Einweihungsparty? Einweihungs was? Von deinem Haus. Na gar nicht. Das hätte uns gerade noch gefehlt. Wir wollen einziehen und unsere Ruhe haben. Nein, nein. Die Party findet in der Eisenbahn statt. Ich habe einen Salonwagen gemietet. Palma, Sawyer und zurück. Oh, gut. Auch ein guter Gedanke. Also, meine Herrschaften. Ja. Hallo. Mein Schatz und ich, wir fahren in eine einsame Bucht. Der Trubel ist ja hier ganz schön, aber Liebe ist besser. Frank, guck nicht so neidisch, deine Natalie kommt ja auch bald. Tschüss. Adios. Tschüss. Ich möchte auch noch mal jung sein. Und so einen Vater haben wie mich. Oder wie dich. Danke, das hast du wirklich schön gesagt. Trotzdem muss ich euch jetzt alle rausschmeißen. Lisa und ich haben nämlich noch zu arbeiten. Ja. Also bitte, ja? Wir sehen uns bitte. Ja. Tschüss. Ach, ich will dir was sagen, Isabel. Ich blühe richtig auf. Mallorca ist eben doch Mallorca. Ja, ich weiß. Und ich will dir noch was sagen. Ich plane unsere Rückkehr. Für immer. Und du siehst keine Gefahr mehr für dich? Nein. Durch wen denn?
So, jetzt hole ich rasch mein Geld. Dann fahren wir zu Fernando und feiern. Ich freue mich auf meinen Bruder. Hola, ¿qué quieren usted? Queremos hablar con la persona que ha llegado ahora mismo. No sé quién era. No puedo tener mis ojos en todas partes. ¿Conduce este vehículo? Sí, tengo que preguntar. Warten Sie. Espera aquí, por favor. Ach, ist das wunderbar, wieder hier zu sein. Wir bleiben gleich für immer hier. Ach, wie schön. Warte einen Moment, ich bin gleich wieder da. Okay. Wollen Sie was trinken? Nein, danke, wir fahren gleich wieder. Die Polizei ist draußen und fragt nach Kuhn. Was? Dann ist er jetzt geliefert. Mensch, was machen wir? Wir können nicht sagen, dass er nicht da ist. Sie haben ihn vorfahren sehen. Das muss Kuhn entscheiden. Halt sie eine Weile hin. Da ist er schon. Fahren wir? Mhm. Harald, die Polizei ist draußen. Sie wollen dich sprechen. Dann hat dieser Jonas also doch. Frag mich nicht. Du musst jetzt wissen, was du tust. Ich kann nicht fliehen. Nein, wir können doch nicht. Kannst du nicht. Ohne deinen Pass vorzuzeigen, kommst du nicht von der Insel runter. Na schön. Dann ist es wohl jetzt soweit. Dann habe ich verloren. ¿PM-7162I? Sí. ¿Sabe que ha rebasado la velocidad máxima de 40 kilómetros a la hora? La multa son 18.000 pesetas. Si quiere, podemos cobrar ahora. Sí, de acuerdo. Por favor, en el futuro, circule más despacio. Ya, ya, te es mágico. Vale, adiós, buenos días. Mann, oh Mann. Bin jetzt noch am Flattern. Tja, wer Unrecht tut und nicht erwischt wird, wird trotzdem bestraft. Durch Angst und ein ewig schlechtes Gewissen. Ja, ja. Und durch die Moralpredigten seiner Mitmenschen. Jetzt brauche ich erstmal einen Cognac. Doppelt. Du bist in Ordnung, Max. Alles okay. Der Cognac geht aufs Haus. Schaden. Was wollen Sie denn machen, wenn wir mal den Atlantik überqueren? Und wo? Also Mut haben Sie ja, die beiden. Ja. Am Anfang habe ich gedacht, Sie wären nichts als albern und kindisch. Aber jetzt imponieren Sie mir richtig. In Ihrem Alter noch schwimmen lernen, das finde ich toll. Arme, und keine Kneifenscheiben mehr. Geht's? Ja, hervorragend. Ich bin ja wie alleine. Nein, nein. Vorsicht, Herr. Buenos días, señor. Ausgezeichnet. Bis bald. Hey, Oma. Wofür brauchst du denn den Schwimmgürtel? Fett schwimmt doch oben. Welche Lümmel. Aber recht haben Sie. Das ist wie mit den Fettaugen in meiner Suppe. Das, gnädige Frau, kommt auf einen Versuch. Was denn? Was ist so? Habe ich das aber nicht gemeint. Keine Angst. Bevor Sie untergehen, rette ich Sie. Hm? Schwimmen! Schwimmen! Oh, schwimmen! Ja! Schwimmen! Oh, ich kann es! Hurra! Ich kann es! Mach dies! Morgen kannst du es auch. Hm? Die haben sich gesucht und gefunden, was? Ich hole uns mal was zu trinken. So, das kann ich doch machen. Nein, nein, lassen. Por favor, señor, agua mineral con gas y un zumo de naranja. Señora? Dann wünsche ich einen guten Appetit. Danke, danke, mein Kind, den haben wir. Sie könnten auch ein Stückchen Torte vertragen. Bei der Hitze. Gracias.
Aber niedlich ist sie trotzdem. Aber bitte mit Sahne. Moment. Wenn du meinst, dass du mich mit deinem Verhalten ärgern kannst, dann irrst du, mein Kind. Na fein. Trotzdem will ich dir raten, dass du dir langsam Gedanken über deine Zukunft machst. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du bei mir Sekretärin bleiben kannst, wenn du mit dieser grauen Maus sympathisierst. Wollt ihr beide stempeln gehen? Ich werde auch ohne dich zurechtkommen. Ach. Und die graue Maus erst recht. Ach. Die graue Maus hat nämlich geerbt. Na, dann lass dir doch gleich eine Hotelrechnung von diesem Dünnbrettbohrer bezahlen. Ich halte kein Flittchen aus, meine Liebe. Ich nicht. Es ist schade, dass dich deine Herren vom Aufsichtsrat so nicht sehen können. Jetzt geht er deine Wirtschaftszeitung holen. Etwas anderes als Geld und Aktienkurse gehen ja sowieso nicht in deinen Kopf rein. Wir müssen aus einem Glas trinken. Ich habe gerade gekündigt. Ah, señores. La comoda por allá. So. Ein Traum ist wahr geworden. Hm? Ja. Und weißt du, wem wir das alles zu verdanken haben? Na? Bei dem Autofahrer, der uns da draußen, als wir vorbeigefahren sind, die Kurve geschnitten hat. Sonst hätten wir dieses Haus ja gar nicht entdeckt. Das stimmt's etwa nicht? Doch, so einigermaßen. Was heißt hier einigermaßen? Wenn er mich nicht von der Fahrbahn abgedrängt hätte und wir beinahe die Böschung runtergefahren wären, dann wären wir hier gar nicht ausgestiegen. Und hätten jetzt nicht dieses wunderschöne Haus hier. Mhm. Ist ja nicht mehr so wichtig und es spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Aber du hast die Kurve auch geschnitten. Ihr habt sie beide geschnitten. Nein, das ist nicht wahr. Ich schneide prinzipiell nie eine Kurve, schon gar keine unübersichtliche. Na, also gut, schön, ich bin vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Zentimeter über die Mittellinie gekommen. Allerhöchstens 10, aber mehr ganz bestimmt nicht. Er aber auch nicht. Na gut, schön. An so einem schönen Tag will ich nicht mit dir streiten, Tom. Jedenfalls ohne diesen beinahe Unfall, von wem auch immer verschuldet, würden wir jetzt nicht Einzug hier in unser Paradies halten. Vom Hotelparadies in die Villa-Paradies. Moment mal! Hä? Willst du mich nicht, wie sich das gehört, über die Schwelle tragen? Sag mal, findest du das nicht ein bisschen albern? Nee, ganz und gar nicht. Los! Na gut. Wir müssen noch die Betten ausprobieren. Betten ausprobieren, ist das nicht ein bisschen albern? Das ist überhaupt nicht albern, das ist ja wichtig, wie man sich Betten zulegt. Man. Ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch im Bett. Ah. Hallo, was macht ihr denn da? Ein bisschen die Betten ausprobiert. Ja. Könnt ihr nicht klingeln? Die Tür stand offen. Ach so. Ja, herzlich willkommen, Nathalie. Hallo. Naja, wir können ja auch wieder gehen. Ich meine... Nein, bleibt so. Trinkt was. Macht es euch gemütlich, soweit es hier möglich ist. Eine Flasche Wein haben wir da, aber nur 2 Gläser. Das Geschirr ist noch nicht ausgepackt. Hallo, hallo. Nein. Ich wollte sagen, nur mal kurz das Haus zeigen. Ah, hallo, Nathalie. Siehst blendend aus. Danke. Na, toll hier? Wunderschön. Am Wochenende richte ich hier oben mein Zimmer an.
Unsere Eltern wollten nämlich nicht ohne uns sein. Kann man ja auch verstehen. Und jawohl, drei Generationen unter einem Dach. Das ist das Mindeste. Wir haben schon ein paar Kartons mitgebracht. Lauter Krimskrams. Herzlich willkommen, Nathalie. Wie schön, euch alle so fröhlich beisammt. Ja. Ja, und wir müssen leider wieder gehen. Ich muss arbeiten. Ich habe Fernando versprochen, nur eine Stunde. Also tschüss miteinander. Ja, tschüss, Wiedersehen. Ja, ich muss auch wieder los. Tschüss, Nathalie. Also, bis später. Adios. Kommt, wir bringen die Sache noch in unser Zimmer und dann... Ja. Dann fahren wir runter und holen die Bettwäsche. Wir sind gleich wieder da. Mein armer Mann. Nicht mal in Ruhe die Betten ausprobieren kannst du. Ein Glück, dass ich auf die Idee gekommen bin, die Einweihungsparty auf den Schienenweg zu verlegen. Ja. Darf ich bekannt machen, das ist Signor Pena, mein Notar. Ach, das war dein Mann im Hintergrund. Ja, die Härten des Geschäftslebens. Was Sie nicht sagen, Herr Toll. Oh, das ist doch der Herrn Rossi. Schön. Wir, er will sagen, ich und ihr sind Vertretung vom Personal. Domi und Anna leider können nicht kommen. Und Vorsicht mit Trinken. Schau mal, Michael. 1929. Wahnsinn, 60 Jahre im Dienst. Muy bien. Es ist stupendo, es ist ein Tren muy antiguo. Muy antiguo. Hasta luego. Sag mal, bist du eigentlich schon mal in so einem Zug gefahren? Nee, noch nie. Ich dachte immer, das wäre was für Touristen, aber Irrtum, du bist 10. Okay. Achtung. Das ist eigentlich eine tolle Idee von Max, so eine Eisenbahnfahrt, nicht Rosita? Zu unserer nächsten Party mieten wir uns ein großes Schiff, de acuerdo? Sí. Bien. Deine Coca de Verdura ist wesentlich besser als die hier. Ja, aber das ist doch meine Coca de Verdura. Ach ja? Na sowas. Na dann. Salut. Salut. Sag Miguel, wann hältst du an? Was denn? Der Zug, der hält auch schon. Ach, doch nicht den Zug. Die Luft? Die kannst du auch mal anhalten. Um die Hand von Sarah.
Ach, Frau Kroll, wissen Sie, ich bin noch so entsetzlich kindisch und unreif. Mein Vater wird Ihnen das gerne bestätigen. Das kann ich auch, Mama. Er ist noch lange nicht so weit wie ein richtiger Mann. So wie Papa zum Beispiel. Ninja, wie kommst du denn darauf, dass dein Vater reif für die Ehe ist? Da, schau mal. Ja. Oh, eben hinlich. Dankeschön. Wenn es danach geht, ist kein Mann reif für die Ehe. Wie lange das aushält? Sehr lange. Meine Max. Ach so, ohne Arbeit. Noch viel länger. Im Gegensatz zu mir war schon immer ein richtiger Faulpelz. Und Lisa? Lisa hat doch ihre Malerei. Übrigens, das Künstlerische hat sie von mir. Von dir? Wieso denn das? Malst du, dichtest du, komponierst du? Ich habe noch nichts Künstlerisches an dir entdeckt. Weil du blind bist. Ich fotografiere. Dann bin ich auch ein Künstler. Fotografieren kann ich nämlich auch. Nur sieh dir das an. Hola, Sandra. Die streiten sich schon wieder. Glaubst du, dass die Harmonie ewig dauert? Die können doch gar nicht anders. Krach ist bei denen wie das Salz in der Suppe. Bist du ganz sicher, dass dir der Abschied nicht schwerfallen wird? Ach, weißt du, es ist ja kein Abschied für immer. Außerdem, wenn ich Sehnsucht bekomme, gehe ich raus auf die Terrasse und schau durch das Fernglas hin. Natürlich. Ah, na, hast du sie dir an Land gezogen? Recht so. Ein feiner Typ, das Mädchen. Ein bisschen dünn, aber sie kann ja noch Format kriegen, nicht? Buenas tardes.
Deine Maschine geht. Deine auch? Bis nächsten Monat. Ich ruf dich gleich an. Du musst jetzt wirklich los. Du auch. Die neuen Gäste sind eingetroffen. Bist du unruhig, dass nicht klappen könnte ohne dich? Nein, nein. Ich habe zwar das Hotel aufgegeben, aber das Paradies habe ich immer noch. Die neuen Gäste sind angekommen, die alten fliegen ab.